Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Fairy Panzer F. Wir sind hier immer noch im Kidana Village und ich habe noch offscreen ein, zwei Gegner erledigt, weil ich nur mal rausgerannt bin, um zu gucken, ob Lola nicht aus Versehen doch noch irgendwie was Neues hat. Und da habe ich eben mal die 200 Weapon Points bei Fang voll bekommen. Bei Tiara sind es nur 93. Wodurch ich jetzt die Combo da, wie man eben gesehen hat, weiter. Ne, die Formation wollte ich jetzt nicht. Combo Edit. So, mal schauen, was wir denn da machen. Erstmal brauchen wir da scheinbar auch neue Sachen. Edge, Holy Edge. Wird mal Flight Edge und. Ja, dann Side Edge. Ich brauche da noch ein paar bessere. Egg Thrust. Dann machen wir erst den Shop und dann den Egg Thrust. Weapon Boost. Für 3 werde ich höchstwahrscheinlich nichts bekommen. Nee, leider nicht. 5 könnte ich Upper und Kick. Du, komm her! Diene mir als Erfahrungspunkte-Lieferant mal eben. So, Fang müsste ja jetzt locker die runterbekommen. Ja, wie man sieht mit diesen Luftkombos, das habe ich, glaube ich, nicht erklärt. Da kann man die dann auch in der Luft treffen. Was irgendwie fast logisch ist. Es zieht halt ein bisschen mehr Schaden. Und die Kämpfe gehen halt auch nochmal deutlich schneller. Wenn wir jetzt hier noch eine Attacke mehr haben. So, her mit euren Weapon Points. Vielen Dank. Ist direkt noch wer gespawnt. Dann nehmen wir doch einfach die mit dir. Freudig spawnen. Und ich habe kein Antidote bei Tiara benutzt. Das ist sehr dumm. Sollte vielleicht mal eine andere Kombo benutzen. So, schade. Tiara kriegt leider nichts runtergehauen. Bei ihr werden gerade ganz schön die Lebenspunkte runtergehauen. Ach ja. Aber sie hat sich jetzt schon von Gift erholt. Sehr schön. Vielleicht wäre die Cure trotzdem nicht schlecht vorm Bosskampf. Mal gucken. So. Ja, man merkt, die Kämpfe gehen schon ein bisschen schneller. Wenn Fang hier mehrmals drauf kloppen kann, deswegen finde ich Kombos auch die wichtigsten Sachen, die man steigern sollte. Fang macht aber auch Schaden, also da kommt sie hier nicht mal im Ansatz hinterher. Nun gut, da muss man die auch mal zugute halten. Ich bin ja kein Unmensch. Die ist halt nur eine Heilerin. So, das passt doch hier perfekt. Knuckles, nein. Oder doch den Kombo-Punch? Ist denn besser? Erstmal Upper. 110. 100. Hitcount 3, Hitcount 2. Dann nehme ich doch den Combo-Punch und nicht den Kick. Wüsste jetzt nicht, warum ich den Kick nehmen sollte. So, einmal hier auch dann Upper und Combo-Punch. Kann Tiara sich noch einmal kurz heilen? Normale Cure sollte reichen, ja. Immer so schwer dürfte der Bosskampf hier nicht werden. Einmal speichern. Und los geht's. There, it's the Fury. What? Looks like the boss bug just showed up. That fury is as good as mine. This is friggin' annoying. Ach du Scheiße, ist das Ding hässlich. Mit dem normalen Granada kann sich mal Dingens auseinandersetzen. Edge, sage ich schon. Jetzt war ich hier bei Star Ocean. Fang kann sogar, oder generell die Charaktere können sogar so Riesendinger in die Luft schlagen. Das finde ich mal ein bisschen witzig. Null Schaden hat er gemacht, ja super. Wie geht's mit unserer Combo? Ja, war auch nicht schlecht.
Noch sind die Gegner ja nicht empfindlich gegen bestimmte Waffentypen, deswegen ist es ja noch egal, was wir hier an Kombos machen. Es müsste sich aber nach Kidana Village ändern. Meine nach Kidana Village müsste das auch hinzugefügt werden. Hier mal die Sense ausgepackt. Ja, du kannst das Viech nochmal so verprügeln. Also dadurch werden halt auch durch diese Kombos halt die Bosskämpfe ein bisschen Witz, weil die Gegner, die werden hier im ganzen Spiel keine Kombos lernen. Während man selber hier einfach reinhaut mit den Dingern bis zum geht nicht mehr. Ja, 13 Weapon Points, sehr schön. Alright, Boss Bug. Let's finish this. Whoa! Keine Musik gerade, ist ein bisschen komisch. Hey, now's not the time to goof off! Huh? You're... So we meet again. I didn't expect to run into you here. Ach, Sir Schleimscheißer. Tach. So you're a fencer too, huh? I thought you were just a pianist. And I thought you were a waiter. Hm. What did you say? Naja, Punkt für ihn. You defeated it with a single blow. It seems your skills as a fencer are on par with your skills as a pianist. Ist ja nicht so, dass wir die Vorarbeit geleistet hätten, aber ist gut. I totally had that thing on the ropes before he showed up. Stealing someone else's victory, you stupid pianist. Ow! Why'd you do that? Are you also here to collect the fury, Lord Sherman? Yes, but I must concede that you all did the majority of the work. So by all means, please, take the fury. If you would be so kind, could you tell me why you're collecting the furies? I have a dream. I need to collect the furies to make that dream a reality. A dream? Hey, hey! What's your dream? I have but one dream. Jetzt kommt wieder Weltfrieden. World Peace. Boah, das war so klar. And to achieve that, I need to break the goddess's seal. Me too. I am collecting the furies for the same reason. Ja, und ich glaub euch beiden nicht, ganz ehrlich. I see. It warms my heart to know that someone shares my dream. I hope our dreams come true very soon. Von mir aus könnt ihr zwei zusammen irgendwie wegrennen. Also man merkt, Sherman mag ich auch nicht besonders. Ja, sollte ich vielleicht nicht immer so durchkommen lassen, aber pff, es ist einfach so. Yes. Oh my, what a gentleman. I should have formed a party with Lord Sherman instead. Mach, wir werden dich nicht vermissen. What'd you say? He's so kind and strong and handsome. Oh, I wish Sherman was my partner. I chose poorly. I miss my chance. Leute. Ja, genau. Ja, jetzt übertreibt aber ein bisschen. What the heck? Gut, Fangs, Verwirrung, da kann ich verstehen. Hallo Reed übrigens. Klingt mir ein bisschen aber andere an, aber wir wollen ja das Niveau jetzt hier nicht allzu. Ah, Sub-Event. Fairies. Reed. I'm strong adherent of... Adherent? Das Wort habe ich noch nie gelesen. Of organization and grace. If I see any laziness, I shall scold you to no end. Super. Wir haben auch nur so durchgeknallte Fairies. Oh, Christ, Junge. Did you know we fought 50 battles together? Seems like a strange thing to keep track of, if you ask me. Oh, Angel Set Limmer braucht kein Mensch, aber nun gut. Hä, aber müsste dann... Sie hat doch nicht Christinger länger ausgerüstet wie... Fang hier PXX, XS da. Oder doch? Ich hab keine Ahnung. Tomo's Shop. Ah, ich dachte Lola. Welcome, I've got some good news for you. Surprise, we have a synthesis service now. Ah, jetzt können wir endlich synthetisieren.
We'll provide the atelier, just bring the synthesis materials. Synthesize? Is it synthesize? Ich weiß es nicht. Plus, it's free too. Super. This service is our way of thanking you for all the business you've done with us. Please use it to your heart's connect. Content. Connect. Ah, one more thing. Whatever you synthesize will be added to our wares and sold to the public, so we're counting on you. Aha, ja, jetzt verstehe ich. Aaron's Fenster Lecture. Ich dachte, wir wären durch. Now I'll explain item synthesis to you. Synthesis can be done at Tomoe's shop. Oder synthesize? Nee, synthesis. Ach, ich bin mir gerade mit der Aussprache nicht sicher. She'll let you use her tools and other machines. Now, before you can synthesize an item, you need the item design plan. Without this, you won't know how to create an item. By the way, Tomoe sells some design plans, so you should definitely buy those. Barring that, you can also find plans inside dungeons. If you have a design plan, the corresponding item will be listed. The materials needed to create the item will appear on the right. Once you synthesize the item, the materials will vanish and you will receive the item. Plus, it's a free service. One step closer to self-sufficient. Ne? Dieses Ding, synthesize. Potion, ich könnte 13 Potions. Ja, könnte ich machen. First Aid. Das habe ich schon. Weak SP Restoring. Status Healing. Statusheilung brauche ich nicht. Aber SP wären nicht schlecht, weil die auch sehr teuer sind. Deswegen synthetisieren. Energy Crystal. So, okay. Store 1000 SP. Energy Crystal, ja. Potion. Können wir 4 machen? Machen wir einfach mal. Ja. Wird schon irgendwie. Hatten wir für dich noch irgendwie Quests? Könnten wir nochmal irgendwie reporten? Da haben wir Garnadas getötet. Save my pup. Und, but I wanna know. Können wir eigentlich direkt wieder annehmen. I wanna know. Hier, da. Kann er direkt wieder haben. Kriege ich einen Return Wing immer für. Das ist sehr schön. Die Sunflower India. Haben wir ja nichts anderes zu tun. Welcome home. I've been waiting for you. Hi. Was machst du in unserer Wohnung? I see. So you're Fang. With a face like that, I'll bet you're pretty popular with the ladies. You think so? I'm much more handsome than he is. Hey, who the heck are you guys? What do you want? The name's Harley. This here's my fairy partner, Bahas. I don't think we're that suspicious. No? Then don't do suspicious stuff, like barging into people's rooms without permission. Yeah. Eh, who cares about the details? I've got some nice information for you. Information. Hey, is that a woman's voice? Wait, huh? Is something the matter? Oh my, a guest? Good timing. I was about to enjoy some tea and snacks right now. You girls are welcome to join me. Ein bisschen Tee und Snacks, ja genau. Alter Schwede. You should be grateful. Not everyone gets to enjoy my delicious desserts. Okay, die zwei dürfen auch bei mir einbrechen. This chocolate cake is amazing. It's so moist and rich. I have never tasted a tart this decadent before. My cheeks feel ready to fall off. It is delicious, isn't it? I never lie when it comes to cooking. So good. So good. Oh, man, this is so good. Hey, you're getting crumbs everywhere. Show some manners. Sorry. Sorry. Now you're just making more crumbs. That's it. Stop eating. Why don't you just chew on the table or something? What did you say?
You guys seem to be getting along. No, we're not! Now then, I've been hearing rumors about a lively group of young fencers that have been collecting furies like crazy lately. Those rumors you've heard must be about me. There's no other explanation. No, they must be about me. These two can't get anything done without my help. Wie wär's mit, sehr about us, aber nun gut. That's my line. If I weren't around, you two may as well not even exist. You guys. You guys are pretty funny. I've been wondering what kind of fairies you have. Looks like coming here was worth it. Are you interested in fairies? Well, yeah. I'm a fairyologist. Fairyologist? Und warum... Mein Spiel ist irgendwie gecrashed. Super. So. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie... Ob ihr jetzt noch was gesehen... Auf einmal war ich auf dem Desktop. Naja, ob ihr jetzt schwarzen Bildschirm hattet oder Standbild, keine Ahnung, wir werden es sehen. Ja, Fairyologist. Oh, Fing, you don't even know what that is? There's still much we don't know about fairies. Fairyologists are researchers who study the biology of fairies. Hätte man sich jetzt auch irgendwie denken können, oder nicht? That's right. No matter where I go, I never neglect my fairy research. Gotcha. So, this one's your fairy? Ugh, I feel like she's undressing me with her eyes. Fairies are fascinating creatures. They form all kinds of different relationships with their human partners. They've been known to be friends, teachers, and even lovers. A human and a fairy? Falling in love? A love that surpasses everything. Even the boundaries between human and fairy. How romantic. Ich glaube, kitschig war eher das Wort, was du gesucht hast. That's never gonna happen. Yeah, not in a trillion years. Boss likes to nag me like he's my mom. Hey, clean your room. Fold your clothes. Don't forget to brush your teeth. Only because you never look after yourself. You should be grateful that I cook and clean and do your laundry every day. Yeah, yeah. I'm super grateful. Anyway, why are you guys collecting the furies? Do you have a wish you want granted? Of course! My wish is to break the goddess's seal and bring peace to the world. I'm just looking for clues to Aaron's missing memories. Missing memories? Wait, are you saying you have no memories at all? Yeah. What a find! I've been researching fairies for years, but I've never met one that was missing her memories. Hey, Fang, wanna swap fairies? Huh? Huh? Harley, don't ask the impossible! There's no way I'd ever want him for a partner. Same here. I'll pass. I'll pass too. I feel like she wants to study me. I see. That's a bummer. Oh, I totally forgot. I have some good information for you. Apparently, one of the furies you guys are looking for is inside Shukesu's tower. Really? Then we should get going! Since I gave you some information, let me tag along. I'd like to thoroughly study how you guys work in the field. I don't really want that. Hey, Harley. There's gotta be a huge mystery surrounding a fairy who's missing her memories. Consider my interest piqued. Besides, I'm a fencer too. If you let me join you, I won't slow you down at all. I see. She might prove useful to me after all. Oh my, you're so reliable. I hope we all can get along. Same here. I'm looking forward to working with you guys. Ja, dann. These are hopeless. With her knowledge of fairies, she might be able to help me find my memories. Oh well, I guess it's okay if she comes. I can't believe we have to drag along this old dude.
You guys better brace yourselves. I'll feed you delicious food every day until it finally kills you. Bring it on, Pops! Yeah, Harley joined the party. Direkt wieder Aaron's Fancer Lecture. Avalanche Attacks are hyper combos that allow everyone to gang up on an enemy. Avalanche Attacks sometimes activate during a critical hit. They are also activated when you repeatedly attack an enemy with a weapon that they are weak to. Ah, jetzt kommt das mit den, Schwächen. When an avalanche attack is triggered, the correct character who triggered it, it steps aside while everyone else lines up to unleash their respective combos. When a combo is finished, the next character will start their combo. But if an enemy interrupts the turn order, the combo will end. After everyone is finished, the initial character will resume their combo. Other characters' turn will still proceed as usual. If an enemy is weak to a weapon, the word weak will appear when you attack him. Exploit your enemy's weaknesses and mop the floor with him. Ja, jetzt haben wir endlich diese Waffenschwächen, sehr schön. What's your riding, boss? Oh, I sought up a new dessert, so I'm just writing down the recipe. That's amazing! I can't believe you can actually think about up desserts just like that. Yeah, Kiwi findet das auch ganz toll. Oh, stop it, is that that impressive? This skill just come naturally to me. Really? I couldn't bear to watch Harley struggle to take care of herself, so I initially only cooked small meals for her. But as my cooking skills improved, it started to become more fun to do, and I ended up getting really into it. You're really passionate. Yeah, I suppose. Before I realized it, I was cleaning and doing the laundry. Over time, I gradually started doing all the houseworks myself. But I must admit, I do regret it. Why? Well, you see... Buzz... Oh, Aaron and Kiwi, what's up? Just making small talk. Did you need something? Oh, right. Do you know where my panties are? Oh, toll. Toller japanischer Humor. I just finished taking a bath and I realized I forgot to bring a fresh pair with me. What? You're not wearing any underwear right now? Das wird so ein Running Gag, das kann ich jetzt schon mal sagen. Das erinnert mich an die eine hier aus Jormungand, die... Ach, wie hieß sie denn? Shinazu oder so? Diese Attentäterin da von Orchestra. Kennt bestimmt eh keiner die Serie, aber Jormungand ist richtig geil. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja, weiter im Text. What's the big deal? It's not like I'm gonna die if I'm not wearing any. That's not the point. Besides, I already told you the other day where I put away your underwear. Oh, you did? Ah, this is what I get for spoiling you. Hurry up and put your underwear on. He's really passionate about underwear too. Yeah, QE stimmt ihm zu. I guess that's what happens when you dote on someone too much. He's definitely setting a bad example. We both need to make sure we don't spoil our partners too much. Ja, Kiwi stimmt bestimmt zu. So what were you guys talking about earlier? Put your underwear on already. Ja, das war jetzt ein bisschen unnötig, aber wir haben jetzt endlich drei Gruppenmitglieder. Wuhu! Sehr schön. Harley ist ein Level unter den anderen. Ich finde Harley eigentlich ganz cool. Sie erinnert mich so ein bisschen an Nico Robin aus One Piece. Auch wenn sie ansonsten, also bei generell irgendwie ziemlich unbeliebt scheint. So, hier haben wir jetzt das Hauptproblem, was neue Charaktere einfach haben. Und zwar, sie haben kaum Weapon Points und sind eigentlich überhaupt nicht geskillt. So, auf jeden Fall einmal die Combo schon mal höher. Double Shot kann man schon mal nehmen. Sword Combo, ja. Und Spear hat sie. Spin Thrust slash Spear. Spin Thrust ist besser. Dann nehmen wir den doch. So.
Combo Edit bei Harley bitte. Quick Draw. Und Double Shot. Dann die. Ja, gut, dann die. Flight Edge ist mir jetzt egal. Und den Spin Thrust. Ja. Muss so passen. Ach, Fairies kann ich ihr ja auch noch geben. Equip. Ja, Harley hätte ich gerne. Auch hätte ich gerne, diese Brille. Das ist bestimmt nicht jedermanns Geschmack, aber ich finde irgendwie Harley steht die voll. Habe ich auch im letzten Durchgang die ganze Zeit aufgetan. Bringt an sich nichts, ist einfach nur ein Gimmick, aber cool ist ja. Krieg jetzt mal Nelly, weil das die einzigste Erd-Fairy ist, die wir im Moment haben. Sie hat sogar weniger Lebenspunkte wie Tiara. Das ist schon ein bisschen ätzend. Aber Range hat sie ja voll weit schon geskillt. Einfach aus dem Grund halt, weil ihr Standardding eine Schusswaffe ist. Das ist ja schon mal etwas. So, was war der letzte, den wir bekommen haben? Der war schon Win, ne? Reed, genau. Gun Prowess. Ja, nehme ich jetzt die Guns oder nehme ich die Wind Protection? Mal die Guns. Weiß nicht, ob das Sinn macht, aber wir gucken einfach mal. Let's make this interesting. So, ein Granada Level 10. Den sollte Fang ja mal runterbekommen. Ach. Sollte jetzt vielleicht auch mal gucken, ob New data. Wogegen die schwach sind. Okay, der ist gegen Schwert, also gegen ja. Hiebwaffen. Ja. Gegen Slicing Damage sozusagen, also gegen das Aufschlitzen ist er ein bisschen empfindlich. Ja, oder Stichschaden. Hm. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Es gab eigentlich so drei Schadensarten. Und wie Heavy, Piercing und ich weiß nicht, was das andere war halt. Naja. You successfully pull out a fairy seal. The fairy within it has obtained new power. Sehr schön. So. Finish Godly Revival. Aber bitte doch talken können wir. I can't stand it. Was das immer auch heißen soll. I can't stand the way Harley looks at me. She has this really intense, creepy stare. Is that why you look so on the edge? Your suffering brings a tear to my eye. How can you say that when you're the one who left me alone with her? Ich will gar nicht wissen, was sie jetzt gemacht haben. Nasty ambush. Ah, Fang, perfect timing. Please save me. What is it? An enemy? It's a roach. A nasty, disgusting roach is... Huch! Nein! It's a roach. A nasty, disgusting roach is scurrying around in the kitchen. Then squish it or something. Ja. Kann man hier talken? Bargain wagon. Welcome. Please check out our bargain wagon. A bargain wagon, huh? What's in it? Only the junk we couldn't sell. Whoops, just kidding. We're definitely not trying to pawn off the stuff that isn't selling. You're a little too honest. Keine gute Eigenschaft für eine Verkäuferin. So, Torten. What you call me? Hey, bro, that's a fancy looking sword you got there. Mind if I check it out? Sorry, but I don't remember having a creep like you for a brother. Get lost, bandit. What? How'd you find out I'm a bandit? Could it be? You read my newsletters, don't you? No, it's just written on the screen. Was jetzt? Hieß es jetzt Fourth Wall Breaking oder Third Wall? Ich glaube Fourth Wall. Auf jeden Fall, ja. Was ich schon mal erwähnt habe. Bin ich eigentlich nicht so der Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nun gut, hier war es sogar mal echt witzig. Mutual Worries. Yo, Kid. Can I vent on to you?
My wife is kind of a slob, so if I leave her alone, she'll forget to pick up after herself. I kinda know what it's like. Really? Man, someone your age shouldn't have to suffer like that. Come on, drink up. It's my treat. Jemand in meinem Alter sollte vielleicht doch nicht trinken. Obwohl, ich weiß nicht, wie alt Fang ist. Ich denke mal so 18, 19. Tiara denke ich auch so um den Dreh. Harley würde ich so auf 21 oder so schätzen. Dandy, das hatten wir schon mal. The Nose Knows, auch schon wieder der Ältere da. Oh, you must be a fancy. How can you tell? The Nose Knows and you reek of fancy. Und wir riechen Fancy? You should rephrase that. It sounds like you're telling me I stink. Hm, vielleicht meint er auch genau das damit. You tease. Why are you wandering around? Don't you have a girl to take out on a date? Wenn man auch sonst nichts anderes macht, außer das. Nope. Ah, why did you pause now? You better explain yourself. You tease. Was sind die denn für Probleme? Young woman, what a disappointment. Excuse me, I don't know if I should say this, but I'm gonna go the distance and tell you anyway. What? Oh, maybe this is a love confession. Your fly is down. Was? Was heißt... Deine Fliege ist da? Was? Your fly? Ey, bin ich jetzt doof, wenn ich nicht weiß, was das ist? Das ist bestimmt ein Sprichwort, oder? Man könnte meinen, ich kann gar kein Englisch, ne, wenn ich hier diese Spiele spiele. Aber eigentlich kann ich schon nur so Redewendungen und sowas kann ich nicht alle. The Life of a Fencer. Hä? Are you a fancer by chance? Ja, sollen wir uns eigentlich mittlerweile auf die Stirn tätowieren? Und das kennt ja sowieso jeder. I am. There's nothing chance. There's nothing chance about it. Wow, I'm so jealous. When I was a kid, I always wanted to be a fancer myself. That's not that great, really. Part of being a fancer is being saddled with a nagging, whiny, annoying fairy. Lass das Error nicht hören. A child's view. Hey, hey, what do you do for a living? And how come you always look so bored? I'm not always bored. I just happen to look that way whenever you see me. Because I'm a fancer of justice. Ach du Scheiße. Oh, a fancer's always bored? Didn't I just tell you I'm not bored? Tja, du bringst es halt nur nicht rüber. Exit to the world map. Event. Chukesus Tower. So, einmal Sail bitte. Kann es sein, dass ich den nicht hier reinstecken kann? Hm, irgendwie zählt das, glaube ich, nicht. Weil der hat doch nicht so ein Zeichen hier wie die. Enter Chukesus Tower. We're here. This is Chukesus Tower. Oder Chukesus. This is where the Fury is? Yeah. Chukesus Tower is 5 stories high. Each floor is guarded by a powerful monster. If you defeat all 5 guardians, you can collect the Fury at the top floor. They say those who challenge this place are playing a game of death. Hundreds of fencers have challenged the tower, but not a single one has ever reached the top. Man, I can't believe we came to such a dangerous place. Fang, I have high hopes that you will finally show us how useful you really are. Why, you arrogant... Fang, you better strut your stuff so this chick finally shuts up! Yeah, well, no promises. Whew. Is it hot in here, or is it just me? Now that you mention it, it does feel a little warm. Jeez. Die Stelle finde ich echt unnötig, das, aber das ist so wirklich typisch japanischer Humor, naja. Harley! Stop it, Harley! Huh? Hey, what's going on here? Ah,
Hey! What the heck? Damn it, I can't see anything! There's nothing for you to see here! Hurry up and put your pants back on! Jeez, you're so nitpicky. When it's this hot, who cares? How many times have I told you not to take your clothes off so freely? My bad, my bad. Don't get so angry. That vein on your head looks ready to pop. Oh, geez, you are seriously the worst. You'd think someone with Harley's looks would act more modest. Yeah, bisschen. I dread to think about what awaits us. Here it comes! Let's go, Fang! Damn right! We shall fight as well, Kiwi. Kiwi! Don't let your guard down, Harley! Of course. Ah, ich glaube, das ist so eine reine Bosskampf, reines Bosskampfareal. This is friggin' annoying. Ach, du Scheiße, ist das Ding fett. Let's do this. Ach, du Kacke. So, okay. Gegen den helfen schwere Attacken mehr. Das Problem ist, sie hat keine einzige. Sie hat nur so Klingenattacken, genau. Wieso kam ich nie auf das Wort Klingen? So, okay, mit ihrer Pistole macht sie auch gut Schaden. Let's do this. Ja, Fang, sie hat einfach ein bisschen am besten. My turn. Weil, ja. Könnt auch mit Dingens hier Tiara auch ein bisschen rumzaubern. Let's do this. Soll ich fairreisen? Lohnt sich eigentlich nicht mehr. Genauso wenig wie zaubern. Reflect upon your sins. Boah, das war jetzt nicht sonderlich schwer. Gab auch nur zwei Weapon Points. So ein bisschen, Aber Nelly ist sofort, XP up plus 2. Earn more XP after battle. Ist ja cool. Ist ja voll hilfreich für Harley. Alright! One down! The rest of those Guardians don't stand a chance against us. Don't underestimate Shukesu's tower, Fang. He's right. The monsters are obviously going to get stronger as we scale the tower. Cooles Lied. I guess it's not gonna get any easier. Come, let us continue to the next floor. So that is the second guardian. What is this strange sensation? No, I must focus on the battle! Battle options, weapon boost, sword combo, hit gain die down edge, weil die, oder? Nee, ich hätte gern lieber von der X upper, ach, da brauche ich erst Dingens für, die kann ich noch gar nicht viel verbessern. Kann ich auch noch nix. Dann nehme ich doch die Down Edge. So, nee, hier, Combo Edit. Nimm mal die Down Edge anstatt der Side Edge. Ansonsten, kann ich sonst auch irgendwem von euch was Gutes tun? Weapon Boost, nee. Hier könnte ich. Nee, bei dir bringt es auch noch nichts, irgendwie groß was zu lernen. Show me what you got. So, jetzt schauen wir mal. Bisschen doof ist, dass ich hier nicht speichern kann, scheinbar. So. Not done yet. Oh, Fang macht wieder gut Schaden. Tiara kann jetzt hier mal ein bisschen mit Water Spout rumhantieren. Raging Waters! Zack. New Data. New Data, genau. Ja, greif hier an. Auch wieder gegen
schweren Schaden. Ich muss mich jetzt wieder daran gewöhnen, danach zu gucken, weil ich habe jetzt auch mit Curse You. Ach du Scheiße. Weil ich habe gerade mit Fang auch einfach nur wieder angegriffen. New data. So, nimm das. My turn. Ja, gut, mit ihr kann ich ja nichts anderes. Let's do this. Dann ja, einmal mit den Äxten. Ja, das hat gereicht. I knew I was strong. I've become stronger. Zack, Level 10, sehr schön. We defeated it. But what in the world was that strange sensation? My whole body was shaking. I've never experienced anything like that in my life. Could it be? Hey, what are you standing around for? Don't go blaming me if you get lost. Wait! You mustn't leave me behind! This again? Also irgendwas stimmt doch nicht mit der. Hey, what happened? These monsters are just so repulsive. I'm starting to feel a little nauseous. I think I shall excuse myself from this battle. What? Look out! Here it comes! Please do your best, Fang! Ah, wir haben ja noch Harley. Seriously? Ugh, I guess I've got no choice. Tiara left the party. Ist nicht so schlimm. Wir hauen einfach mit Dingens rein. Hier, ja. Einfach B hätte ich drücken müssen. Beziehungsweise Fang regelt das hier, ist wahrscheinlich eh im Alleingang. Hätte mal jemand, der hier gegen Klingen schwach ist. Da haut Fang natürlich richtig rein. Mit dem Schwert nach oben geschlagen. Not done yet. New data. Wo habe ich Spin Thrust? Den habe ich hier. Ja, Harley muss ich mal richtig leveln. Muss ich mal gucken, dass ich das Offscreen mal irgendwie mache. I knew I was strong. Oh, sehr schön. Man, this is starting to get annoying. Yep. You're on your own from here, Fang. Ja, sehr schön. Lass mir doch alle sterben. Hey, not you too. Don't think poorly of us, do you? Ihr seid doch bekloppt. Hey, Pops. Mama's got eaten. Please save me. He's alive. Mama's is still alive. Save me, Fang. If you ever want to eat my delicious cooking again, save me! Fang! Hurry up and save Bobas! I know! You don't have to shout. That old dude pisses me off, but he's still technically my ally. Fine! I'll just fight the rest of these guardians on my own! Ah, schön. Aaron's Fencer Lecture, was ist denn jetzt? Serious Face is located in Fang's command menu. Only Fang has a special command. Press Y in the command menu to activate it and display will change from off to on. Selecting this command will its activate will turn it off. During Serious Face, Fang's damage is increased by 1.5, but its normal attacks will consume 30 SP. Furthermore, the SP cost of his skill, the magic, will increase by 1.5. Well, I guess that's to be expected from someone as lazy as Fang. This is friggin' annoying. Wir haben alle, glaube ich, so ein paar Spezialdinger, aber ich finde die eigentlich kacke. Von daher. So, der ist auch wieder schön schwach hier gegen, deswegen können wir dem gut eine reinhauen. Haben wir gerade schon auch gegen den gekämpft? Naja. Mich beide Gefährten, die so ein Vieh alleine kämpfen lassen würden, ey, da würde ich mir neue suchen, ganz ehrlich. Let's do this. Kann ja mal fair reisen. Fair rise. Zack, immer aufgespießt. Fair rise transformation complete. Alright, let's go. So. Not done yet. War jetzt nicht mehr so ganz nötig. I knew I was strong. Sehr schön. I'm even stronger now.
Hey, level up. Three down. Thanks, I owe you one. You're going to get an extra special dinner tonight. That's amazing, Fang! I didn't know you had this kind of power. You ain't seen nothing yet. Come on to the next one. All right, let's go! Go, go! He's doing a lot better than I expected. He must have been slacking off before. Da war noch Cheerleader. Let's go! Ja, kann doch eh nichts machen. Von daher. This is friggin' annoying. Ach du Scheiße, was sind das denn für eklige Aliens? Little Grey. Ach du Scheiße, kann ich mich ja gar nicht dran erinnern. Bringt ein Skill viel. Tatsächlich ja. Next. Als ob ich den jetzt nicht down bekommen habe. Pain don't hurt. Okay, der tat nun niemals weh. Pain don't hurt. Was ist das denn? Das sind ja mal erbärmliche Bossgegner. Mach noch niemals Schaden. Ah, ich krieg die nicht beide. Schade. Dann hau ich dich einfach mal so kaputt. Das wollte ich jetzt gar nicht, aber egal. Oh, 17 Schaden hat er gemacht. Das ist ja erbärmlich. Next. I knew I was strong. So. Last one. Let's get this over with. Roger. Finally, the last one. Ach so, das war doch nicht der letzte Boss, ich dachte schon. Be careful. This is the most powerful of the Guardians. I'm unstoppable in this form. This thing is nothing to me. Warum helft die Idioten mir eigentlich nicht? They're getting a little carried away. Such simple-minded fools. Halt doch die Klappe. Ja, wieder mal kann ich ja eigentlich nichts machen außer töten. This is friggin' annoying. Let's do this. Was ist das denn? Das sieht ja mal richtig geil aus. Not done yet. Wie so eine Skelettscheiße. Let's do this. Geil. Not done yet. Ja, ist ein bisschen langweilig zwar jetzt, weil wir eigentlich nur dieselbe Combo gegen den effektiv ist. Wir fairisen mal wieder, da geht's hier nochmal ein bisschen schneller. Folge hat auch ein bisschen Überlänge, aber ist ja eigentlich egal. So, hier, nimm das. Not done yet. Aua. Not done yet. Oh, das mag ich nicht, über dieses Unterbrechen von Kämpfen. Damn it! This thing is leagues ahead of its underlings on the lower floors. Naja, nicht wirklich. Are you all right, Aaron? Hey, what happened? Are you all right? It's nothing. I'm fine. All right. Let's try this one more time. Heavy. Muss ich jetzt nochmal den ganzen Kampf von vorne? This is friggin' annoying. Let's do this. Hä, warum das denn? Wie bescheuert ist. Not done yet. Okay. Let's do weiß nicht, ob ich hier doch mal seinen Serious Face anmachen sollte. Wie gesagt, das bringt eigentlich gar nicht allzu viel. Let's do this. Das zieht halt ganz schön viel not done yet. SP. Andererseits verbrauche ich ja ansonsten auch keine SP. Fair-Eyes! So, zum dritten Mal Fair-Eyes in dieser Folge. Muss ja auch sein. Fair-Eyes Transformation complete. Alright, let's go! So. Er hat nichts mehr zu lachen hier. Weil jetzt machen wir ja richtig Schaden eigentlich. Naja. Ich sag, ich finde, man merkt nicht allzu großen Unterschied mit Serious Face, außer dass unsere SP jetzt einfach leer sind. So, 1000 Gold haben wir dafür bekommen. Sehr schön. Und eine Potion. Shukesu's Fury is all mine! Ha ha ha! Ha ha ha!
As far as partners go, I guess I can give you a passing grade. Your performance was adequate. I guess he's not just some punk who only cares about food. He's an intriguing one. Hey guys, how about showing some respect for your new god? Huh? Who needs a goddess when you've got the almighty Fang to worship? Mwahahaha! Zum Glück ist er überhaupt nicht bekloppt. As I suspected, he is definitely an idiot. Yeah, he's a hopeless moron, all right. I'm embarrassed to be his partner. Yep, that kid is definitely an idiot. Tiara joined the party und Harley auch. Und wir haben eine neue Fury contained mit welche die. Ach, wir haben eine neue Fury bekommen, die Kirin enthält. So. Was hier, wenn man versucht, Denglisch zu sprechen? Wenn sie sagt, wir kommen keine Zweckkarte. Nein, eine Katze. Man, I'm starving. And I ate so much for dinner too. Is this because I pushed myself so hard at Shukesu's tower? The kitchen's already closed. Bahas is sleeping right now. I wonder if the girls have any food. Okay, das machen wir aber erst in der nächsten Folge, denn ich kann hier hoffentlich speichern. Ja, genau. Folge schon lang genug und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Fairy Fencer F und bis dahin macht's gut.